Die Xbox E3 Konferenz 2019 war voller Highlights. Die größten Highlights seht ihr in diesem Video. Unter anderem die neue Konsole Xbox Scarlett, Halo Infinite sowie diverse Weltpremieren. The Outer Worlds macht den Anfang der Konferenz. Das Release-Datum wurde bekannt gegeben. Am 25.10. ist es endlich soweit. The Outer Worlds ist ein neues Rollenspiel, das von Obsidian Entertainment entwickelt und von Private Division veröffentlicht wird. Im Trailer sind interessante Details versteckt. So werden wir mit einer Waffe hantieren dürfen, die unsere Gegner schrumpfen lässt. Weiterhin gibt es Bullet-Time-Events à la Max Payne. The Outer Worlds weist viele optische und inhaltliche Ähnlichkeiten zur Fallout-Serie auf, setzt allerdings auf Science-Fiction-Szenario im Retro-Look statt auf das postapokalyptische als Setting. Das neue Obsidian-Rollenspiel nutzt die Unreal 4 Engine und hat wieder eine Ego-Perspektive in 3D. Auch Elemente wie Multiple-Choice-Dialoge, schwarzer Humor und Entscheidungen sowie Fraktionen erinnern an frühere Obsidian-Titel. Wer Fallout New Vegas geliebt hat, sollte mal einen Blick auf The Outer Worlds werfen. Or a psychopath. Oh. Did you ever think you'd end up like this? My time to shine. I suppose time will tell, but no matter who this stranger chooses to be, the Halcyon colony will never be the same. They're all a bunch of swine! World premiere. Weiter geht es mit Bleeding Edge. Dieses wird ein actiongeladenes Game, was unter anderem am Combat Director Rani Tucker liegt, der bereits für die Kämpfe in Devil May Cry verantwortlich war. Ihr könnt Bleeding Edge bereits am 27. Juni in einer Technical Alpha spielen. Wie ihr daran teilnehmen könnt, soll in Kürze bekannt gegeben werden. Wie auf der Pressekonferenz zur E3 von Microsoft bekannt gegeben wurde, präsentiert Hellblade Bleeding Edge ein 4-gegen-4 Melee-Game in Third Person. Das Spiel ist seit mehreren Jahren in der Entwicklung, bevor das Unternehmen von Microsoft übernommen wurde. Die Helden erinnern ein wenig an Heroenshooter wie Overwatch. Allerdings
kommt Bleeding Edge mit sehr punk-ähnlichen Charakteren einher. Ori and the Will of the Wisp ist ein bei Moon Studios in Entwicklung befindliches Jump'n'Run-Videospiel. Release ist am 11.02.2020. Uns erwartet eine wunderschöne Welt, grafisch ein wirkliches Highlight. Während wir bei Ori and the Blind Forest nur gegen einen großen Gegner antraten, erscheinen im Trailer zum neuen Teil mehrere große Gegner. Zu sehen war ein riesiges Spinnenwesen und ein ziemlich wütender Wurm. Außerdem reitet Ori auf einer kleinen Eule durch die Welt. Diese kennen wir bereits aus dem ersten Teil. Der Soundtrack lädt zum Träumen ein. Im Februar 2020 dürfen wir Ori auf seiner neuen Reise begleiten. Minecraft Dungeons kombiniert Microsofts Klötzchenwelt mit klassischer RPG-Action à la Diablo. Der Titel wurde auf der E3 2019 mit einem Gameplay-Trailer angekündigt und soll Anfang des Jahres 2020 erscheinen. Euch erwartet Action-RPG-Kost mit jede Menge Dungeons, Kämpfen, Loot und dementsprechend natürlich auch Inventarmanagement. Freunde des gepflegten Couch-Koops kommen genauso auf ihre Kosten wie alle, die gern online spielen. Minecraft Dungeons bietet sowohl lokalen Vierspieler-Modus als auch einen Online-Multiplayer für bis zu 4 Personen an. Schnappt euch eure Freunde und zerstört ein paar Monster im Dungeon. World Premiere. Microsoft hat zum ersten Mal das Horrorspiel Blair Witch Project angekündigt. Der Release-Termin ist am 30. August 2019. Lange dauert es also nicht mehr. Ähnlich wie im gleichnamigen Film verschlägt es euch dabei in einen finsteren Wald. Dort warten wiederum jede Menge unheimliche und übernatürliche Gefahren auf euch. Viel, um euch zur Wehr zu setzen, habt ihr offenbar nicht. Dafür gibt es aber einen tapferen Hundebegleiter an eurer Seite. Der Hund folgt euch nicht nur auf Schritt und Tritt, sondern warnt offenbar auch vor drohenden Gefahren. Auch wenn die mystischen Ereignisse sicher nicht immer zu wittern sind. Die Handlung spielt 1996. Der Protagonist begibt sich auf die Suche nach einer vermissten Person, was ihn in den besagten Wald führt. Und dort beginnt der Horror. Kid. Das war der erste Teil der Xbox-Pressekonferenz live von der E3 2019. Klickt auf das nächste Video und schaut euch den zweiten Teil an.
Dort gibt es eine richtig fette Überraschung von Cyberpunk 2077. Dranbleiben lohnt sich. Außerdem gibt es noch weitere Informationen zur neuen Xbox.